Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich darf Sie zu unserer zweiten Veranstaltung des Vienna Behavioral Economic Networks begrüßen. Wir haben es heute mit dem Thema Nudging zu tun und haben im Vergleich zum letzten Mal, wir haben zwei Keynotes, eine vom Jean-Robert Thiron und eine vom Gerhard Fehr, einmal aus wissenschaftlicher Sicht und einmal aus Praxissicht, was Nudges können und wo sie ihre Grenzen haben. Und ich würde sagen, wir gehen gleich in medias res. Und ich würde dich bitten, Jean-Robert, dass du beginnst. Noch anstellen hier. Oder kommt schon was? Ja, sehr gut. Sehr gut. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie auch von meiner Seite. Der Staat möchte nun vermehrt mit Stupsern, wie die Nudges auf Deutsch heißen, das Verhalten der Menschen lenken. Und wir wollen heute diskutieren, ob das eine Entwicklung ist, die wir begrüßen sollen oder die wir befürchten sollen. Und im folgenden Diskussionsteil nach diesen beiden Keynotes wird ein bisschen diskutiert und ich hoffe, Sie werden dann lebhaft teilnehmen an dieser Diskussion. Und damit wir vorbereitet sind auf diese Diskussion, möchte ich Ihnen eine kurze Einführung aus wissenschaftlicher Sicht in das Thema geben, damit wir wissen, was sind eigentlich Nudges, wie wirken sie, warum, was steckt theoretisch dahinter, wie kann man sie einsetzen, dass sie eben wirksam sind, was bringt das Ganze. Lassen Sie mich nun beginnen mit der Frage, was ist eigentlich so ein Stupser? Man kann es definieren als sanfte Maßnahme zur Verhaltenslenkung, die das Wohlbefinden des Angestupsten erhöhen soll. Das ist die Absicht. Und die Idee ist sehr schön versinnbildlicht in diesem Bild hier von der Elefantenmutter, die das Elefantenbaby ganz sanft mit dem Rüssel so in die Richtung der Wasserstelle lenkt, damit das Baby dort eben trinken kann. Das ist das Cover dieses gleichnamigen Buches, Nudge, das verfasst wurde von Richard Thaler und Cass Sunstein im Jahre 2008, das diesen Begriff eben popularisiert hat und viele interessante Anwendungen dargelegt hat. Und in der Folge ist diese Idee des Nudging hat gewissermaßen einen Siegeszug um die Welt angetreten. Zunächst wurde es aufgenommen im angelsächsischen Bereich, insbesondere im Vereinigten Königreich wurde eine sogenannte Nudge Unit gegründet, oder Behavioral Intervention Unit, wie sie formell richtig heißt, und wurde dann aber in Dutzenden Ländern bereits schon auch aufgenommen, diese Idee von Regierungen, solche Nudge-Units eingerichtet. Und nun kommt diese Idee eben auch nach Kontinentaleuropa und auch nach Österreich. Wie wir hören, soll eben auch hier in Österreich eine solche Nudge-Unit eingerichtet werden. Und wir freuen uns sehr, dass der Kollege Kocher, der Chef des IHS, heute auch hier ist, der, wie man hört, diese Nudge-Unit dann lenken soll. Vielleicht wird er dann im Zuge der Diskussion dann auch das eine oder andere dazu sagen, nachher dann. So, wie soll also dieses Verhalten gelenkt werden? Die Idee dieser Nudges oder dieses Stupsens besteht eben genau darin, nicht die konventionellen Instrumente zu benutzen, die wir haben aus der Jurisprudenz, also Verbote und Regulierungen, auch nicht zu benutzen die klassischen Instrumente, die wir haben aus der Volkswirtschaftslehre, also Lenkung, Steuern und Subventionen, sondern man möchte benutzen Instrumente aus dem Instrumentenkasten der Psychologie. Die Vorstellung ist also, dass man durch die Gestaltung der sogenannten Wahlarchitektur oder wie das auf Englisch heißt, der Choice Architecture, die das Verhalten von Menschen systematisch beeinflussen kann und zwar eben in einem Sinne, in einem wohlwollenden Sinne, sodass das Wohlbefinden und die Wohlfahrt dieser Angestupsten erhöht. Nun stellt sich natürlich die Frage, unter welchen Bedingungen gelingt so etwas? Und um das zu verstehen, kann man zurückgreifen auf die Vorstellung von zwei Systemen. In dieser Theorie wird hier behauptet, es ist eine vereinfachte Vorstellung, dass wir Entscheidungen mit zwei verschiedenen Systemen fällen können. Das ein System 1 wäre mehr intuitiv, das zweite wäre mehr
deliberativ. Nun sind das nicht gerade sehr eingängige Begriffe, System 1 und 2, deswegen können wir auch vereinfachend sprechen, vielleicht von Bauchentscheiden für System 1 und Kopfentscheiden für System 2. Und diese Bauchentscheide, die fällt man schnell, automatisch, unbewusst. Man muss sich nicht anstrengen, um solche Entscheidungen zu fällen. Sie sind assoziativ und emotional. Kopfentscheidungen sind quasi das Gegensatzpaar dazu. Sie sind langsam, man muss überlegen, man fällt sie bewusst. Es ist anstrengend, nachzudenken. Ja, logisch und deduktiv nachzudenken ist anstrengend. Und die Vorstellung ist nun, dass, hier hat es noch einen Platz, wenn Sie möchten. Ja, es hat auch zwei, wenn wir die Jacke noch weggeben, können Sie sich da setzen. Ja. Ich natsche Sie jetzt ein bisschen hier. Ja. Und die Vorstellung ist also, dass System 1, diese Bauchentscheide, das ist gewissermaßen wie wenn Sie mit dem Autopiloten fahren. Ja. Hier haben Sie Heuristiken, so Daumenregeln, die Ihnen sagen, wie Sie diese Entscheidungssituationen meistern. Und diese Heuristiken, die sind normalerweise sehr gut. Ja, wir fällen schnell, zuverlässig, recht gute Entscheide mit diesen Heuristiken. Aber manchmal, so, das ist die Vorstellung in diesem Paradigma, manchmal führen uns diese Heuristiken aber in die Irre. Und wann das der Fall ist und wie sehr das der Fall ist, das wird eben durch die Gestaltung dieser Choice Architecture, dieser Wahlarchitektur bestimmt. Und die Vorstellung ist nun, dass wir durch staatliche Eingriffe diese Wahlarchitektur so gestalten können, dass die Leute eben nicht verzerrte Entscheidungen fällen, dass sie nicht in diese Fallen tappen und eben nicht diesen Biases, wie man das auch nennt, in dieser Literatur, diesen Biases erliegen. Diese Unterscheidung von System 1 und 2, dem schnellen, hier sieht man sie schnell bzw. langsamen Denken, das hat auch den Titel gegeben für ein sehr lesenswertes Buch von Nobelpreisträger Daniel Kahneman, wo er diese Ideen erklärt, wie wir mit diesen zwei Ideen, mit diesen zwei Systemen denken und eben manchmal in die Fallen tappen, manchmal nicht. Kann ich Ihnen sehr empfehlen, dieses Buch. Nun habe ich bereits gesagt, diese Vorstellung des Nudging hat einen Siegeszug um die Welt angetreten und wird von vielen Regierungen bereits angewandt. Und man kann sich fragen, warum ist das eigentlich so beliebt? Ich möchte drei Gründe hier nennen. Erstens sind diese Stupser niederschwellig. Das bedeutet, dass man diese Maßnahmen sehr leicht umsetzen kann. Man braucht nicht komplizierte parlamentarische Kommissionen, lange Gesetzgebungsverfahren, sondern man kann diese Dinge relativ rasch, unbürokratisch, unkompliziert umsetzen. Sind einfach zu implementieren. Der zweite sehr wichtige Grund ist, dass diese Maßnahmen zu sehr tiefen Kosten implementiert werden können, aber oft, so hat man eben zeigen können, oftmals doch recht hohe Verhaltenswirkungen erzielen, sodass das Kosten-Nutzen-Verhältnis oft sehr kostengünstig insgesamt eben ist. Und der dritte Grund, warum das zumindest in gewissen politischen Bereichen sehr beliebt ist, weil es sich um sanfte Maßnahmen handelt. Und damit meint man, dass man die Leute nicht zu einem bestimmten Verhalten zwingt. Man meint damit, dass man hier durch diese Gestaltung der Entscheidungsarchitektur den Leuten die Freiheit belässt, sich so oder anders zu entscheiden. Man zwingt die Leute nicht, wie man das eben bei Regulierungen oder Geboten oder Verboten, die durch Strafen unterstützt werden, eben tut. Das ist hier nicht der Fall. Und in diesem Sinne sind das sanfte Maßnahmen. Und diese sanften Maßnahmen, weil sie eben sanft sind, sind sie auch relativ harmlos. Ja, das spricht für sie im Vergleich zu Geboten und Verboten. Und das ist besonders wichtig, wenn es eben Heterogenität gibt. Das bedeutet, die Menschen sind nicht alle gleich. Einige machen mehr Kopfentscheide und mehr andere mehr die Bauchentscheide. Ja, und wenn man dann alle zwingt, durch Gesetze und Verordnungen etwas Bestimmtes zu tun, dann kann man ökonomisch argumentieren, dass dadurch Wohlfahrtsverluste entstehen. Wohingegen, wenn die Leute frei sind, sich eben nicht den Nudges zu beugen, dann wäre das weniger der Fall. Ein zweiter Grund, der sehr spricht für solche Maßnahmen, die eben sanft sind, die Freiheit, die Entscheidungsfreiheit aufrechterhalten, ist die
Sorge oder das Bedenken, dass auch der Regulator vielleicht nicht so perfekt ist. Ja, es könnte durchaus sein, dass der Regulator selbst beschränkt informiert ist, also er weiß gar nicht, was wäre denn jetzt eigentlich die optimale Regulierung für jede Person, oder dass auch der Regulator beschränkt rational ist. Er weiß vielleicht, was man tun soll, aber kann es nicht richtig implementieren. Das könnte auch ein Problem sein, dass er also quasi inkompetent ist. Das sind die ersten zwei Gründe, das sind die Inkompetenz. Aber es kann auch anders sein, noch schlimmer, wenn man so will, dass er nicht nur inkompetent ist, sondern auch korrupt. Ja, schlechten Willen hat und versucht, Dinge durchzusetzen, die gar nicht im Interesse sind der Allgemeinheit oder einer großen Gruppe, sondern einer kleinen Interessensgruppe vielleicht. Und wenn der Staat dann die Macht hat, Regulierungen durchzusetzen, harte Regulierungen durchzusetzen, ist das natürlich ärger gewissermaßen, als wenn man eben diese freiheitserhaltenden Maßnahmen, diese Stupser hat. Also man muss es vergleichend sehen, dass das Charakteristikum des Sanften ein Vorteil ist gegenüber den manchmal harten Regulationen. So, jetzt Beispiele werde ich nur ganz wenige aufführen, weil Gerhard Fehr wird dann wahrscheinlich ganz tolle Beispiele bringen. Aber ich will doch zwei, drei Beispiele nennen, damit Sie ein bisschen eine Idee haben, worüber ich überhaupt spreche. Es gibt viele Politikbereiche, in denen Nudges Gutes leisten können. Einer ist der Bereich Gesundheit. Hier ist ein Versuch, die Leute zu motivieren, die Treppe zu benutzen, statt die Rolltreppe, dadurch, dass man das bunt anmalt, also das mal überhaupt sichtbar macht und dann einen Spruch dazu schreiben, ja, hier kann man Fitness machen, wenn man die Treppe hochgeht. Hier eine etwas ausgefallenere Variante davon, das ist die Türe eines Fahrstuhls, die hier bemalt wurde mit einer Treppe und da steht dann so ein Schild, wird dann noch aufbemalt, sagt, take the stairs, yeah. There is no elevator to good health, take the stairs. Yeah. Also man will den Leuten so einen Schubs geben, so jetzt nimm mal die Treppe, ja. Das ist also Bereich Gesundheit, wo man solche Nudges einsetzt. Hier ist der Bereich Umwelt. Zwei Beispiele. Das obere Beispiel sagt, da schickt man den Leuten so einen Auszug und sagt, ja schau, im Verhältnis zu deinen Nachbarn, die so eine ähnlich große Wohnung haben, verbrauchst du weniger Energie. Und das soll die Leute eben motivieren, das weiterhin niedrig zu halten, dieser soziale Vergleich. Und da kriegt man noch so ein schönes Smiley hier dazu und sagt, great, ja, das hast du gut gemacht. Ja. Das soll die Leute motivieren. Anderes, mehr lustiges Beispiel, die Dekoration eines solchen Mülleimers auf der Straße soll die Leute motivieren, den Müll eben in den Eimer zu schmeißen, nicht auf die Straße. Dritte Kategorie von Beispielen sind hier diese, auch wieder ein Smiley, so ein Emoticon, wie man das nennt, die Leute zu motivieren, nicht so schnell zu fahren oder solche Plakate am Rande der Autobahn. Also das hier aus verschiedenen Bereichen. Es gibt noch andere wichtige Bereiche. Bildung wäre eines, wo Nudges eben sehr wichtige Dinge, sehr wichtige Beiträge leisten können. Ja, was ist jetzt neu daran eigentlich an diesen Nudges? Natürlich hat der Staat auch schon früher Nudging gemacht und Nudging gibt es praktisch überall. Wir werden dauernd irgendwie angestupst von irgendjemandem, meistens merken wir es gar nicht. Und hier die Idee ist eben, dass der Staat nun ganz bewusst diese Stupser einsetzen will, aber eben im Sinne des Angestupsten. Das ist die Vorstellung, dass das so funktionieren soll. Aber natürlich gibt es viele andere Akteure, die auch versuchen, die Leute, hier würde man dann sagen, zu manipulieren. Ja? Also Marketing will sie zum Teil dazu bewegen, Dinge zu kaufen, die sie eigentlich gar nicht brauchen. Spin-Doctors wollen auch mit Psychotricks gewissermaßen sie dazu bringen, für politische Parteien zu stimmen, die gar nicht in ihrem Interesse sind. Und hier ist aber die Vorstellung, ja, der Staat soll diese Psychotricks, wenn man so will, auch verwenden, ja, dieses Instrumentarium der Psychologie auch verwenden, aber zum Guten. Und man hofft, dass das dann so sei. Der zweite wirklich neue Punkt ist die wissenschaftliche Perspektive, die dahinter steckt, dass man diese Maßnahmen eben systematisch einsetzen will. Und dazu gehört die systematische Evaluation dieser Maßnahmen. Und dies gelingt durch eine experimentelle Methode, indem man sogenannte Randomized Control Trials anwendet. Das ist etwas ganz Wichtiges, ein ganz hervorragender Aspekt dieser Maßnahmen, ist eben, dass man bestrebt ist, diese im Kleinen systematisch zu evaluieren, indem man die Leute zufällig entweder einer Kontrollgruppe
oder einer Treatment-Gruppe zuweist und durch das unterschiedliche Verhalten dieser zwei Gruppen kann man dann den kausalen Effekt dieser Maßnahme wirklich isolieren. Und wenn sich dann das gezeigt hat, dass diese Maßnahme wirklich einen kausalen Effekt hat, dann will man das im großen Maßstab implementieren. Diese Bewegung des Stupsens oder des Nudging ist also ein Teil einer größeren Bewegung, die sagt, es ist wichtig, dass wir evidenzbasierte Politikimplementation machen, dass wir also Politikmaßnahmen implementieren, von denen wir nachweisen können, dass sie eine kausale Wirkung haben und nicht einfach nur, weil wir so ein Bauchgefühl haben oder weil unsere Ideologie jetzt gerade nach dieser Maßnahme schreit. Ja, warum soll man solche Maßnahmen überhaupt ergreifen? Und hier gibt es unterschiedliche Perspektiven, was die Standardökonomik sagt und was die Verhaltensökonomik sagt. Wenn Sie ein standardökonomisches Lehrbuch aufschlagen, dann finden Sie natürlich viele Begründungen dafür, warum der Staat allenfalls eingreifen sollte. Die meisten dieser Begründungen sind Effizienzbegründungen und die meisten haben so folgen so dem Strickmuster, es gibt ein Marktversagen, das aus irgendwelchen Gründen besteht, ein Marktversagen, und der Staat kann dann durch einen Eingriff dieses Marktversagen korrigieren, um die Effizienz zu erhöhen. Das klassische Beispiel, warum so ein Marktversagen entsteht, sind Externalitäten, Effekte. Also bei einer Externalität würde Person A eine Aktivität unternehmen, die eine andere Person B schädigt, Person A berücksichtigt das aber nicht in seinem Kalkül und deswegen wird die Aktivität auf zu hohem Niveau ausgeübt. Klassisches Beispiel wäre Autofahren. Ja. Ich fahre durch die Stadt mit meinem Auto, ich mache Emissionen, die Abgase, dadurch haben andere Leute eher Atemwegserkrankungen. Das wäre ein klassisches Externalitätenproblem und das ökonomische Lehrbuch sagt uns, diese Maßnahme oder hier soll man eine Maßnahme ergreifen, wie beispielsweise eine Lenkungssteuer, um diese Effizienz zu erhöhen. Das sagt die Standardökonomik. Jetzt, die Verhaltensökonomik hat hier eine andere Perspektive, die in Analogie zum Externalitätenproblem von einem Internalitätenproblem hier gewissermaßen spricht. Hier ist also nicht die Vorstellung, dass Person A eine andere Person B schädigt, sondern es ist die Vorstellung, dass Person A sich selbst schädigt, weil die Person ungenügend antizipiert, wie das Verhalten heute sich auf sie selbst auswirken wird in der Zukunft. Ja, diese Person fällt eben eine Entscheidung, mit der sie sich gewissermaßen in den Fuß schießt. Ja. Und hier können eben bestimmte Politikmaßnahmen, zum Beispiel dieses Nudging, kann dann eben helfen, dass man sich eben nicht in den Fuß schießt, diese Internalitäten vermeidet. Ja, das ist die Idee. Nun kann man aber Nudges nicht nur für Internalitätenbereiche verwenden, sondern auch für Externalitätenprobleme, wie ich vorher erklärt habe. Die Internalitätenprobleme, das wären Pro-Self-Nudges. Also man macht so einen Stupser, der einem selber hilft, besseres Leben zu führen. Der Pro-Social-Nudge soll einem aber helfen, ein gesellschaftlich besseres Leben zu führen, gewissermaßen Externalitäten zu reduzieren. Ja? Und das wäre der Fall, wenn die klassischen Instrumente, eben wie etwa diese Besteuerung, ungenügend wahrgenommen wird oder man aus politischen Gründen die Steuern nicht hoch genug setzen kann, dann können diese Stupser hier durchaus komplementär wirken. So, jetzt wissen wir mal, was es ist und warum es so beliebt ist. Und jetzt will ich noch ein bisschen zu sprechen kommen auf Probleme und Bedenken, weil ich vermute, dass der Gerhard Fehr hier große Begeisterung dann auslösen wird für diese Nudges. Und wir wollen ja doch auch ein bisschen ein ausgeglichenes Bild haben. Deswegen betone ich jetzt hier auch die Probleme und Bedenken ein bisschen, die für diese Stupser oder gegen diese Stupser hier vorgebracht werden. Ein Grund, den ich hier speziell erwähnen möchte, ist der Umstand, dass im Moment ist die Begeisterung relativ groß für diese Nudges. Die Leute sind, wie gesagt, es hat einen Siegeszug um die Welt gezogen und die Begeisterung ist relativ groß für diese Effekte, weil es gibt auch solide Forschung, die zeigt, dass diese Maßnahmen gut wirken und dass sie eben gute Cost-Benefit-Ratios haben. Ich will Ihnen aber trotzdem erklären, warum diese Effekte wahrscheinlich überschätzt werden aus der Literatur. Es gibt drei Gründe, warum das so sein könnte oder vermutlich so ist. Der erste ist der Publication Bias. Und um das zu verstehen, muss man zuerst die Logik der wissenschaftlichen Publikation
ein bisschen darüber ausholen. Die Publikation in Fachzeitschriften, das wissen meine Studenten, die da hinten sitzen, wissen das, wie schwierig es ist, in Fachzeitschriften zu publizieren. Alle wollen in diesen Fachzeitschriften publizieren, weil dadurch gewinnt man Reputation und kann man eine Professur bekommen. Das ist sehr schwierig, in diesen Fachzeitschriften zu publizieren. Ja. Man wird typischerweise wird man abgelehnt, wenn man was einreicht. Ja, in guten Fachzeitschriften 90-95% der Einreichungen werden abgelehnt. Und von wem werden sie abgelehnt? Von den Editoren. Und die Editoren, die prüfen die Einreichungen, die da reinkommen, natürlich auf wissenschaftliche Qualität. Ist das solide gemacht? Ist das ordentlich? Ist das nach dem Standard der Best Practice und so weiter gemacht? Und das ist bei den publizierten Artikeln der Fall. Ja, was Sie lesen in den guten Fachzeitschriften, ist wissenschaftlich nach besten Standards gemacht. Aber der Editor wendet nicht nur dieses Kriterium an, sondern er fragt sich auch, ist das neu, ist das überraschend, ist das interessant, was hier publiziert wird. Ja. Wenn Sie jetzt was einreichen, nehmen Sie an, Sie machen eine Studie und Sie reichen was ein und sagen, ich habe nur diese minimale Veränderung gemacht und konnte zeigen, dass 50% der Leute ihr Verhalten ändern und das hatte diesen Effekt. Sagen wir, toll, das ist wirklich super, sehr interessant, wirklich überraschend, das publizieren wir. Okay, zu Recht, ja, das ist interessant. So, und jetzt machen Sie eine ähnliche Studie, Sie ändern nur auch wieder etwas Kleines und Sie finden in einer super durchgeführten Studie, Sie finden keinen Effekt. Sagt, ja, hat nichts gebracht. Schicken Sie das zu dem Editor und der sagt, ja, ist aber nicht interessant. Das habe ich auch nicht erwartet, dass da was passiert, wenn Sie so eine kleine Änderung machen, publizieren wir nicht. Ja, und jetzt ist das Problem, dass alles, was publiziert wird in den Zeitschriften, ist tolle Effekte. Alles, was nicht publiziert wird, und das sind eben 90-95%, sind möglicherweise eben solche, die keine Effekte haben. Und wenn Sie jetzt die Politiker nur das anschauen, was in den Zeitschriften drinsteht, kann eben dieser Publication Bias entstehen und man überschätzt die Wirkungen solcher Maßnahmen. Das ist eine Möglichkeit, warum man das überschätzt. Eine zweite Möglichkeit, warum man das überschätzt, sind sogenannte Spillover-Effekte. Dieses Problem kann man gut erklären anhand eines Beispiels. Ja. Stellen Sie sich vor, man will die Leute dazu bewegen, gesünder zu essen. Und dann, ein Weg, das zu tun, könnte sein, die Entscheidungsarchitektur, die Wahlarchitektur in einer Kantine zu verbessern. Also wenn man zuerst reinkommt, dann sind zuerst all die gesunden Dinge, die Salate und so, die kommen zuerst und die Schnitzel kommt dann nachher. Ja. Die Vorstellung ist dann, ja, durch die ordentliche Gestaltung essen die Leute mehr Salate und weniger Schnitzel. Jetzt machen sie das, können sie das irgendwie gescheit randomisieren über verschiedene Kantinen und finden tatsächlich, die Leute essen weniger Schnitzel und mehr Salate. Super, schicken Sie das an die Zeitschrift, wird publiziert, wunderbar. Ja. So, jetzt ist aber das Problem, was macht der Mensch, der den Salat zu Mittag gegessen hat, was macht er am Abend? Ja, das ist die Frage jetzt. Ja. Und wenn der natürlich jetzt sagt, jetzt habe ich mich am Mittag schon zurückgehalten, jetzt werde ich am Abend dafür die Kartoffelchips futtern, dann war der Gesamteffekt natürlich wieder weg. Aber das beobachtet der Forscher nicht. Ja, er beobachtet nur, wie viel Schnitzel haben die Leute an der Kantinenkasse bezahlt. Ja. Und solche Spillover-Effekte, die können also den Gesamteffekt, der eben vielleicht da ist, auch unterminieren. Dritter Grund, warum die Wirkung von Stupsern tendenziell überschätzt werden, sind Langzeitwirkungen und Gewöhnungseffekte. Aus verständlichen Gründen werden in solchen Forschungsprojekten typischerweise Impact-Effekte dargestellt. Also man macht eine Intervention, dann schaut man, wie reagieren die Leute unmittelbar danach. Ja? Weil man hat auch typischerweise ein beschränktes Budget und man kann auch nicht ewig warten, bis man was publiziert. Ja? Und dann schaut man so nach ein, zwei Monaten, wie haben die Leute reagiert. Ja? Aber vielleicht waschen sich diese Effekte aus im Laufe der Zeit. Nach einem Jahr oder zwei ist der Effekt dieser Maßnahme vielleicht weg. Oder dann müssen Sie eben den Impuls immer wiederholen, damit er aufrechterhalten bleibt. Ja, Sie können nicht nur einmal einen Impuls geben und dann schauen, wie es sich verhält, sondern immer wieder einen Impuls geben. Aber wenn Sie das immer wieder machen, dann gewöhnen sich die Leute vielleicht dran. Ja, es gibt so Maßnahmen, da schickt man den Leuten ein SMS und sagt, ja, mach doch mehr Sport. Ja, wenn man das erste Mal eins kriegt, ja super, jetzt mache ich mehr Sport. Ja. Aber wenn so am 20. SMS, das sind, dann kriege ich schon wieder das SMS. Ja, dann gewöhnen Sie sich vielleicht dran und die Wirkung in der Publikation, wenn Sie nur die Wirkung des ersten SMS schauen und das dann hochrechnen, wird überschätzt. Und das ist auch so etwas, was man oft sieht in diesen Studien, sagt, ja, jetzt haben wir diese Studie gemacht und wenn man in diesem Sample haben wir diese Studie gemacht und wenn man das jetzt im ganzen Land machen würde und hochrechnet, dann findet man einen Effekt aufs Bruttosozialprodukt von 2%. Ja,
So, das sieht man manchmal in diesen Studien. Das ist auch problematisch, dieses Hochrechnen, denn wenn man dann diese Maßnahme wirklich dann flächendeckend überall macht, dann sehen die Leute das überall, diese Nudges, und dann stumpft man vielleicht auch ab. Ja. Also es, manchmal ist nicht so klar, dass man diese Dinge linear extrapolieren kann von kleinen Sample und hochskalieren aufs Große. Also das sind wissenschaftliche Bedenken zur tendenziellen Überschätzung dieser Effekte aus der ordentlich gemachten Literatur nach wissenschaftlich höchsten Standards durchgeführten Studien, ja, die man glauben soll. Ja, aber man darf es eben nicht einfach so extrapolieren, das war mein Punkt. So, jetzt will ich noch ein bisschen auf Bedenken zu sprechen kommen, die nicht mit der Überschätzung was zu tun haben, sondern die breiter gelagert sind. Das ist so ein Dauerbrenner, so der ewige Einwand, der kommt gegen das Experimentieren. Der Kern des Experimentierens, um einen kausalen Effekt zu isolieren, ist die Randomisierung. Man muss Leute zufällig auf Treatment und Control allozieren. Ja, sonst geht es nicht. Wenn sie das nicht machen, können sie. Es gibt Ersatzverfahren, ja, aber das ist der Goldstandard ist die Randomisierung, um einen kausalen Effekt zu isolieren. Und jetzt der typische Einwand dagegen ist folgender. Die Leute sagen, ja, sie vermuten ja, dass diese Maßnahme einen positiven Effekt hat, sonst würden sie es ja nicht testen, oder? Ja, und wenn sie es vermuten, ist es doch einfach ethisch nicht angebracht und ungerecht und vielleicht nicht einmal verfassungskonform, ja, wenn sie jetzt einige Leute diese Maßnahme nicht zugutekommen lassen. Ja, weil sie vermuten ja, dass es den Leuten nutzt und jetzt mutwillig geben sie der Hälfte der Leute in ihrem Sample geben sie die Maßnahme nicht und der anderen Hälfte geben sie es. Das ist doch ungerecht. Das ist ein typischer Einwand, der kommt. Das Problem mit diesem Einwand oder das Gegenargument wäre nun natürlich, ja, aber wir wissen es ja nicht. Deswegen machen wir ja die Studie, um genau herauszufinden, ob der kausale Effekt da ist. Ja. Wir wissen es ja nicht. Und wenn wir es nicht randomisieren dürfen, werden wir es nie erfahren. Leider überzeugt dieses Gegenargument nicht immer. Ja. Es gibt dann rechtliche Probleme und echte Randomisierung durchzuführen ist oft schwierig und erfordert viel Fingerspitzengefühl und politischen Support, dass man das wirklich machen kann. Ja, die Nudges werden auch von rechts und links gewissermaßen kritisiert, von der mehr liberalen Seite. Die Leute sagen, ja, das Nudging führt zu einer Entmündigung der Bürger. Man delegiert das Denken praktisch an den Staat, wenn das jetzt wirklich flächendeckend kommt. Man gewöhnt sich dann gewissermaßen daran, dass der Staat einem ja dann immer darauf aufmerksam macht, wie man sich verhalten soll und vergisst dann das selbstständige Denken. Oder noch einen Schritt weiter. Wenn man hier das Nudging mal zulässt, dann wird hier Tor und Tür geöffnet für staatliche Manipulation mit Psychotricks und das wird dann immer schlimmer und dann wird der Staat unsere Präferenzen beeinflussen und uns im schlimmsten Fall der Gehirnwäsche unterziehen. Und deswegen muss man hier gleich den Anfängen wehren. Das ist eine recht radikale Sichtweise. Und man kann das nicht einfach so von der Hand weisen, diese Kritik. Aber wahrscheinlich ist die Kritik angebrachter bei so mehr harten Maßnahmen wie Verboten oder denken Sie an die Schulerziehung, dort ist das ja sehr ausgeprägt, ja, wo die Kinder praktisch den ganzen Tag ausgesetzt sind, dem Lehrer, dort ist eine Gehirnwäsche viel wahrscheinlicher, als wenn Sie so einen Nudge machen bei Erwachsenen. Ja. Gut, aber das muss man abwägen. Ja. Das können wir vielleicht in der Diskussion nochmal darauf zurückkommen. Von links kommt aber die entgegengesetzte Kritik und sagt, nein, Nudging wollen wir nicht, weil das ist ja nur eine Entschuldigung, ein Vorwand, keine wirklichen, echten Maßnahmen hier gegen dieses Problem zu ergreifen. Ja, wenn wir schon sehen, dass es hier ein Problem gibt, dass die Leute ungesund essen und die Umwelt nicht schon, dann sollen wir wirklich bitte richtige Maßnahmen ergreifen, hier mit Geboten und Verboten richtig reinfahren und steuern, nicht so diese Molo-Molo-Softie-Maßnahmen hier Nudging machen, sondern richtig mit dem groben Geschütz auffahren. Das ist nur Feigenblatt, diese Stupsen. Ja, das ist so lieber regulieren, so die harten, das ist so oft die Kritik, die so von links typischerweise oder den mehr regulierungsfreundlichen Sichtweisen kommen. Jetzt gibt es neuere Studien, in der jüngeren Vergangenheit gibt es eine Reihe von Studien, die haben so durch Befragung versucht zu ermitteln, stößt das eigentlich auf Akzeptanz?
in der allgemeinen Bevölkerung. Und interessant ist, ja, es ist, stößt eigentlich auf relativ viel Akzeptanz. Die Leute sind eigentlich recht bereit, diese Maßnahmen zu unterstützen oder zumindest zu erdulden. Und zwar insbesondere, wenn sie transparent dargestellt werden, also wenn den Leuten bewusst sind, dass der Staat hier eine Maßnahme ergreift, der sie lenken soll in ihrem Verhalten, dann finden sie das okay. Und wenn es plausibel ist, dass hier die Wohlfahrtssteigerung der Menschen verfolgt wird und nicht ein Spezialinteresse irgendeiner Lobbygruppe, sondern wirklich breit das gemacht wird, dann wird das relativ stark akzeptiert. Interessanterweise finden die Leute Interventionen, die auf System 2 gehen, also mehr so deliberativ sind, so echte Informationen finden sie typischerweise besser als diese Maßnahmen, die auf System 1 gehen. Da wird dann sofort der Staat der Manipulation verdächtigt. Und es zeigt sich auch in diesen Studien, dass Pro-Self-Nudges, also Maßnahmen, die einem helfen, das eigene Wohlbefinden zu erhöhen, die stoßen auf höhere Akzeptanz als Pro-Social-Nudges. Lassen Sie mich zum Schluss Folgendes sagen. Wenn man sowas politisch umsetzen will, muss man natürlich die Bedenken der Leute sehr ernst nehmen, der Wählerinnen und Wähler natürlich sehr ernst nehmen. Aber jetzt aus einer akademischen Sicht, wenn man den Diskurs hier pflegen will, muss man eben auch die Leute darauf aufmerksam machen, auf eine vergleichende Betrachtung. Man soll jetzt nicht einfach nur die Nudges hernehmen und sagen, ja, das ist alles schlecht bei den Nudges, sondern man muss es vergleichen, ja, was sind denn die Alternativen? Und die Alternativen haben eben auch Vor- und Nachteile. Man darf nicht glauben, dass diese Stupser das Allheilmittel sind für alle Politikprobleme. Das wäre ganz falsch, das zu glauben. Niemand kann im Ernst glauben, dass wir mit Stupsern das Problem des Gewaltverbrechens in den Griff bekommen. Ja, hier braucht es Gesetze, es braucht Polizei, es braucht Zwangsmaßnahmen. Man kann natürlich sehr wohl komplementär dazu Stupser anwenden, um Bewusstsein zu schaffen für Gefahren oder im Straßenverkehr, haben wir es gesehen. Das macht sehr viel Sinn. Aber nur zu glauben, die Stupser allein würden das Problem lösen, ist komplett illusorisch in vielen Bereichen, wo eben diese pro-social nudges, also Externalitätenprobleme, auftreten. Insgesamt bin ich ein großer Freund des Nudging und ich hoffe, dass wir Sie ein bisschen überzeugen können davon, wenn Sie insbesondere folgende drei Aspekte im Kopf behalten, wenn man es etwas breiter anschaut. Das eine ist, keep it simple. Es gibt so ein Riesenpotenzial, die Wohlfahrt der Menschen zu verbessern, indem sie einfach gewisse administrative Behördensachen vereinfachen, Formulare vereinfachen, das Juristen chinesisch vereinfachen. Und das wäre so ein da gibt es sehr, sehr viel zu tun. Ich bin gespannt, was dann Professor Kocher dazu sagt. Also ich glaube, da gibt es einen großen Bedarf, hier zu handeln, Dinge zu vereinfachen. Das Zweite ist, ich finde diese Entwicklung sehr gut an Arches, weil sie von einem Menschenbild ausgehen, das realistisch ist, das nicht, wie es eben früher in der Ökonomie gang und gäbe war, zu denken, ja, die Leute ist Homo economicus und alles rational abwägen und so, sondern es geht von einem Menschenbild aus, das viel realistischer ist. Ja? Und man eben oft einfach den Autopilot einschaltet und nicht so viel nachdenkt beim Handeln. Und das Dritte, warum ich das eine sehr gute Entwicklung finde, dieses Nudging, ist, weil es ein Beispiel ist und Bahn bricht einer breiteren und noch wichtigeren Entwicklung des eben der evidenzbasierten Politik, dass wir beginnen, Politikmaßnahmen zu implementieren, die wir wirklich austesten, systematisch austesten, bevor wir sie im großen Maßstab implementieren. Und das wird hoffentlich in der langen Sicht dazu führen, dass wir effizientere Politiken durchführen und nicht einfach Politiken, die uns aus irgendeiner Ideologie oder aus einem Bauchgefühl heraus nun richtig erscheinen, sondern die wissenschaftlich abgesichert die Wohlfahrt der Menschen erhöhen. Vielen Dank. So, jetzt setze ich mich gleich hierher, oder? Räumst du den Stuhl? Ja. Super. Die Fragen machen wir gemeinsam für beide Vorträge. Es gibt, warte mal noch kurz, es gibt hier noch einen Sitz, also weil noch ein paar stehen. Einer ist noch zu vergeben. Aber Frauen müsst euch selber. Ja. Meine sehr geehrten Damen und Herren, es freut mich sehr, dass ich heute hier bei Ihnen sein darf und dass ich dem Jean-Robert
dass ich seine Speech quasi komplettieren darf. Ich lebe seit 20 Jahren in der Schweiz und der Jean-Robert ist ein Schweizer. Und was ich in der Schweiz als allererstes gelernt habe, dass jemand eine halbe Stunde über ein Thema verhältnismäßig kritisch sprechen kann und am Schluss zu sagen, ich bin dafür. Danke vielmals. Ja. Insofern ist es auch eine sehr objektive Porträtierung eigentlich der Natchez gewesen. Ich möchte jetzt ein paar praktische Beispiele mit Ihnen durchgehen. Und zwar als allererstes würde ich gern so dieses Spannungsfeld zwischen Verhaltensökonomie ist nicht Nudging, aber Nudging ist Verhaltensökonomie angehen. Und das hast du schon ganz gut gesagt. Nudging ist ein ganz ein kleiner Teilbereich, wenn man Menschen dementsprechend einen kleinen Stupser noch geben kann. Aber wir brauchen natürlich viel, viel mehr, wenn ich das einschalten kann. Wir brauchen natürlich viel, viel mehr. Und hier nochmal ganz gut, die Standardökonomie nimmt an, dass es ein Homo economicus gibt. Und ich glaube, ganz wichtig, ich möchte mal die Lanze, obwohl ich ein Verhaltensökonom bin, ich möchte mal die Lanze für den Homo economicus ein bisschen brechen. Ja? Wieso nimmt die Standardökonomie sowas an? Was sind die Gründe dafür? Ja? Weil wir Menschen alle quasi extrem rational agieren, nein, es werden nicht die Gründe dafür sein. Nämlich, und die Gründe dafür sind, ist, dass Irrationalität der Menschen ist in Gruppen, insbesondere auf Märkten, nicht systematisch. Das ist die grundsätzliche Aussage quasi der Standardökonomie, die sagt, Sie alle hier im Raum können alle extrem irrational sein. Wenn Sie das nicht systematisch sind, ist das Ergebnis, das wir quasi in der Gruppe haben, am Ende ein rationales. Also es ist kein rationales Menschenbild, das quasi die Standardökonomie hat, sondern es ist ein Methodenbild, wo man dementsprechend sagt, Menschen, nicht der einzelne Mensch, treffen im Durchschnitt auf Märkten rationale Entscheidungen. Und die Frage, die wir uns stellen müssen, ist, stimmt das? Ja? Und wenn dies richtig wäre, also wir machen ja Politik, wir machen Wirtschaftspolitik, wir machen Management seit 30, 40 Jahren wirklich systematisch nach diesen Prinzipien. Wenn dies richtig wäre, was würde dies für das Management und Politik bedeuten, ja? Wenn man wirklich Verhalten von Menschen ändern möchte? Also nehmen wir nochmal an, Sie alle dürfen irrational sein, in der Summe sind Sie im Schnitt, was herauskommt, kommen rationale Entscheidungen heraus. Und welche Maßnahmen hätten wir dann eigentlich zur Verfügung? Ja? Und das möchte ich Ihnen ganz kurz zeigen, das wären finanzielle, positive und negative Anreize, das wären bessere Informationen und das wären bessere Bildungsangebote. Also nehmen wir mal an, das ist ja die Diskussion, wir haben Leute, die sich permanent verschulden. Ja? Was wäre quasi die traditionelle standardökonomische Maßnahme für Menschen, quasi, die sich permanent verschulden? Man würde einerseits hergehen und würde sagen, wir brauchen eine höhere Financial Literacy. Die Leute müssen quasi mehr über die Finanzmärkte kennen, die müssen mehr genau kennen, was die einzelnen Finanzprodukte sind. Und auf der anderen Seite könnte ich noch finanziell positive oder negative Anreize setzen, dass ich sage, ich disincentiviere das, dass Leute, die keine Ahnung von Finanzmärkten haben, auf diesen Finanzmärkten auch aktiv sind. Die Frage ist, stimmt das? Genau, aber das ist ja quasi ein sehr abstraktes Bild, oder? Ja? Die Frage, und das werfen wir Sie auf, ist das richtig so? Ja? Ist das quasi das, wie wir quasi realistische Politik machen dürfen? Ja. Können, ja? Und ich möchte als Beispiel, möchte ich eigentlich die Kapitalmärkte hernehmen, weil sie ein sehr, sehr gutes Beispiel sind. Und wir haben 2013 hatten wir zwei Nobelpreisträger, Eugene Farmer und Robert Shiller, die quasi zum selben Zeitpunkt ja, den Nobelpreis bekommen haben und der eine dafür, dass er bewiesen hat, dass Kapitalmärkte total effizient sind und der andere, der anscheinend bewiesen hat, dass Menschen auf Kapitalmärkten irrationale Entscheidungen treffen. Ja. Und was, glaube ich, stimmt, und das sehen Sie an diesem Beispiel, dass beides zur selben Zeit zutreffen kann. Märkte können extrem effizient sein, das heißt, alle von Ihnen hier, ja, alle von Ihnen hier verarbeiten neue Informationen sofort, das sehen wir hier, aber Sie verarbeiten sie möglicherweise nicht richtig. Und das ist eigentlich der irrationale Part, den wir hier haben. Und das zeigt, dass sogar auf Märkten wie Kapitalmärkten, die extrem effizient sind, dass es auf denen irrationales Verhalten gibt. Und das ist auch ein schönes Beispiel dafür, dass Standardökonomie und Verhaltensökonomie in vielen Bereichen eigentlich zusammenspielen. Und das ist was ganz, ganz wichtig. Es ist kein Substitut, sondern es sind komplementäre Dinge. Wir können nicht Standardökonomie abschaffen, wir können mit quasi Verhaltensökonomie sehr, sehr viele Bereicherungen in Themen bringen,
wo wir heute möglicherweise falsche Entscheidungen treffen. Ich werde am Schluss von meiner Rede nochmal darauf zurückkommen, indem ich die evidenzbasierte Grundlage der Registrierkasse vorstelle, wo man möglicherweise solche Sachen machen hätte können. Ja? Also wenn wir nochmal eine Choice Architecture sehen, das ist mein erster Versuch, mit Ihnen zu sagen, was eine Entscheidungsarchitektur ist. Standard Economics beinhaltet finanzielle Anreize, exkludiert psychologische und soziale Anreize. Wieso? Weil Sie annehmen, dass die nicht systematisch sind. Und natürlich die gesamte Informationsökonomie beinhaltet sie. Und das, was der Jean-Robert gezeigt hat, Entscheidungsarchitekturen werden nicht quasi hier dementsprechend berücksichtigt. Ja, wenn wir Behavioral Economics anschauen, wäre das, was wir hier kaufen wollten, ja, in dieser Entscheidungsarchitektur. Ja, und hier sehen wir, dass wir, das ist der Teil, der eigentlich das Nudging ausmacht, ja, in der gesamten Verhaltensökonomie. Es ist ein kleiner Bestandteil, ja, wo wir sagen, wie können wir die Entscheidungsarchitektur verändern, dass wir in dem Moment möglicherweise andere Entscheidungen bekommen, die wir sonst nicht bekommen würden, von Menschen in der Gesamtheit. Gut, was ist Entscheidungsarchitektur? Du bist ein bisschen drauf eingegangen, aber da gibt es im Grunde fünf, in Anführungszeichen, Werkzeuge, die wir hier verwenden. Ja. Ich zeige die hier. Das heißt, als allererstes, was brauchen wir, dass wir eine vernünftige Entscheidungsarchitektur aufstellen müssen? Wir brauchen eine Idee, wie sich Menschen in einer bestimmten Situation verhalten. Ja. Und es ist ein Feedback, ja, um es zu sagen, haben wir dieses Know-how, dass wir systematisch prognostizieren können, wie sich Menschen in verschiedenen Situationen verhalten. Wenn ich das falsch einschätze, dann werde ich diesbezüglich auch zu falschen Entscheidungsarchitekturen kommen. Ja. Ja. Ich muss eine Entscheidungsarchitektur designen, das ist das Zweite. Ich muss quasi in einer Nudging-Struktur den Menschen immer Feedback geben über ihr eigenes Verhalten. Und was noch wichtig ist, ja, um das Letzte hier zu nennen, ich brauche ja quasi immer den Ansatz, und das hast du schon gesagt, dass man komplexe Strukturen in einfache Strukturen transferiert. Das nennt sich in der Verhaltensökonomie Tyranny of Choice. Wir sehen, dass Leute, wenn sie 3 bis 5 Auswahlmöglichkeiten haben, noch halbwegs entscheiden können. Wenn sie mehr haben, ja, dementsprechend meistens nicht mehr in der Lage sind, diesbezüglich Entscheidungen zu treffen. So, das war ganz kurz eine Einführung in Verhaltensökonomie und Nudging. Und jetzt nehmen Sie bitte alle diese Voting Devices in die Hand. Jetzt durften wir 25 Minuten zuhören. Jetzt verwandeln wir diesen Raum in ein Laboratory. Und ich möchte mit Ihnen einige kleine Experimente machen. Manche werden die Experimente schon kennen. Dass wir mal sehen, wie rational sind Sie? Das würde mich auch interessieren. Und das Zweite ist, können wir überhaupt Ihr Verhalten hier prognostizieren? Und das Dritte da heraus, was für Schlussfolgerungen heißt es für uns, für Maßnahmen, die wir diesbezüglich ergreifen können? Also wenn Sie es hier sehen, hier können Sie das Gerät einschalten. Das ist, glaube ich, recht einfach. Ja. Sie müssen am Schluss nachher die Nummer drücken. Ja. Und dann sehen Sie die Eingabe. Ja. Hat jeder ein Gerät? Wenn einer keines hat, einfach, oder wenn die Batterie ausgegangen ist, diesbezüglich einfach mir sagen. Gut. Das passiert manchmal. So, meine erste Frage an Sie ist, und das habe ich, glaube ich, schon vor 150, 200 Gruppen gemacht. Wenn ein Schläger und ein Ball zusammen 1,10 Euro kosten, ein Schläger und ein Ball kosten zusammen 1,10 Euro, wenn der Schläger 1 Euro mehr kostet als der Ball, wie viel kostet dann der Ball? Ja, und Sie können jetzt quasi abstimmen, sind es 1,05 Euro, sind es 1 Euro, sind es 20 Rappen, sind es 10 Rappen, sind es 5 Rappen. Geben Sie mir hier bitte fürs Feedback und machen Sie mir einen Gefallen, fangen Sie nicht an, eine analytische Übung daraus zu machen. Geben Sie einfach hier im ersten Impuls freien Lauf. Die sind auch nicht getrackt. Ja. Wir wissen nicht, was sie abstimmen. Und diesbezüglich gleich drücken. Also wenn Sie glauben, es ist 1,05 Euro, dann drücken Sie die 1. Und wenn Sie glauben, dass es 5 Euro Cent ist, dann drücken Sie die 5. Ja. Was? 85? Ich warte jetzt noch ein bisschen. Ich glaube, wir müssten die 100 schaffen.
Die jetzt abstimmen, die sind schon im System 2, oder? Nicht in, ja, meistens sind wir da nicht viel besser. Gut, können wir zumachen? Also es ist so, dass die Hälfte von Ihnen hat es richtig. Ja, entschuldigen Sie, zurück, darf ich? Ist es weg jetzt? Ist es weg? Weil jetzt ist es weg. Na, wir brauchen es. Ja, ja. Also, dann gehen wir weiter. Wenn es bei fünf Maschinen fünf Minuten braucht, um fünf Produkte zu fertigen, wie lange brauchen 100 Maschinen, um 100 Produkte zu fertigen? Geben Sie mir hier Feedback. Eine Minute, fünf Minuten, 10 Minuten, 20 Minuten, 100 Minuten. Ich glaube, wir haben das erste Voting nicht drin. Also ungefähr 46% hat beim ersten Voting hat es nicht richtig gehabt. Ja. Wieso machen wir diese Übung? Also nicht, weil ich Ihnen wehtun möchte. 90, ich glaube, wir können 95, wir können zumachen. Weil der Jean-Robert hat das System 1 und das System 2 vorgestellt. Ja. Und wir haben anscheinend bei so einfachen Fragestellungen, ja, also wiederum, das sind glaube ich wirklich deine Studenten, Jean-Robert, ja. Wir haben ungefähr 46%, die haben es falsch und wir haben die restlichen 54% haben es richtig. Wir haben anscheinend bei so einfachen Fragen hat die Hälfte hier im Raum ein Problem, die zu lösen. Ja. Und das hat nichts damit zu tun, dass Sie das nicht rechnen könnten. Wenn ich Ihnen die Zeit geben würde, dann würden Sie das ohne Probleme rechnen. Darf ich weiter? In einem See wird eine Fläche von Seerosen bedeckt. Da die Seerosen neue Blätter bilden, verdoppelt sich die bedeckte Fläche jeden Tag. Wenn es 48 Tage dauert, bis die Seerosen den gesamten See bedecken, wie lange dauert es, bis die Seerosen den halben See bedecken? Ja? Sind es 6 Tage, 12 Tage, 24 Tage, 36 Tage oder 47 Tage? Ja? Geben Sie mir hier Ihr Feedback. Und im Schnitt, heute werden wir viel, viel besser sein, weil sehr, sehr viele Leute da sind, die das schon mal gemacht haben. Im Schnitt haben wir ungefähr 10-15% von Menschen, die die drei Fragen richtig haben. Wir haben ungefähr 30-40%, die zwei Fragen richtig haben und wir haben auch immer so 30-40%, die keine richtig haben. Ja? Ja. Was das heißt ist, anscheinend gibt es sowas, es gibt anscheinend Fragen. Stellen Sie sich mal vor, Sie implementieren ein System, wo 40-50% der Leute intuitiv was Falsches drücken. Stellen Sie sich einfach mal vor. Ja. 67% ist richtig. Ich weiß jetzt nicht, ob wir die Ergebnisse bekommen. Um noch zu sagen, hier haben wir das Richtige. Und hier ist das nochmal, was der Jean-Robert gesagt hat. Ungeduldig ist das System 1 und das ist der Pilot und Autopilot. Was wir jetzt von Pferdwise und Partners gemacht haben, uns interessiert nicht, ob sie das richtig machen können. Uns hat interessiert in sehr, sehr vielen quasi Tests, die wir gemacht haben, wir haben geschaut, sind die, die alle drei richtig haben, können die besser antizipieren, dass ein großer Teil der Leute das nicht richtig haben. Was mich interessiert, ist nicht, ob sie das können, meine sehr geehrten Damen und Herren. Mich interessiert, ob sie prognostizieren können, wenn Sie ein Systemdesigner sind, wie viele Menschen in einer Gruppe systematisch ja, das falsch machen, das heißt de facto den Fehler zu finden, ja, den die Leute zu machen. Und was wir hier herausbekommen haben, und das ist eine schöne Message an die Studenten vom Jean-Robert, die, die es richtig machen, die prognostizieren im Regelfall falsch. Wenn man von sich selber ausgeht, dass man glaubt, man kann es richtig, und glaubt dann, man kann genau solche Dinge machen, die man selber kann. Und ich komme nochmal hier zu dem Ergebnis. Wir sehen zum Beispiel, dass TU-Studenten, auch in Zürich ist das so, und hier in Wien, dass die systematisch in diesen Fragen besser sind. Aber dass die systematisch falsch prognostizieren, ja, wie viele Menschen das falsch machen.
Das heißt, was uns interessiert in Nudging ist nicht, was Sie können, sondern uns interessiert, ob Sie die Lage sind zu prognostizieren, dass das viele nicht können. Ja? Ja? Und meistens sage ich dann, alle, die drei richtig haben, mir keine E-Mail schicken, ich glaube es Ihnen. Ja? Das ist nicht das Know-how, das wir brauchen. Wir brauchen quasi Know-how, wo Sie antizipieren können, wie Leute dementsprechend in Systemen funktionieren. Ja? Ich weiß jetzt nicht, ob wir hier, wir probieren es mal kurz, um zu schauen, wie viele von Ihnen alle drei richtig haben. Und sonst gehen wir da weiter, weil ich habe da einen Fehler gemacht beim Weitertippen. Ich glaube, es geht nicht. Gell? Schauen wir mal. Ich soll weiterklicken? Nein, es geht nicht. Okay. So. Was jetzt spannend ist in der ganzen Geschichte, und Sie werden das vielleicht kennen, ist, können wir sowas lernen? Können wir sowas lernen, dass wir dementsprechend solche Biases, solche Probleme, dass wir das nicht haben? Und ich habe diesen Tisch aus einem einzigen Grund habe ich den genommen, weil ich möchte Ihnen einfach verdeutlichen, dass Sie es nicht lernen können. Welcher Tisch ist länger? Das ist ganz klar. Welcher Tisch ist länger? Ja, ja, der Tisch ist länger wie der Tisch. Ja, visuell sehen wir das quasi völlig klar. Ja, sie sind völlig identisch. Ja, lernen wir es? Da haben Sie vollkommen recht, das müssen wir aber nachher machen. Das müssen wir nachher machen. Und was total spannend ist, ist, dass wir ja, unser Auge wird nicht besser. Ja? Das ist jetzt einfach eine Analogie, ja? Um einfach zu zeigen, ja? Wir sehen immer wieder quasi dasselbe, wir sehen, wir lernen. Ja? Das ist. Wenn wir das beim Würfel machen, sehen wir das auch so. Was sind das für Farben? Wir sehen, die Farben sind unterschiedlich, ist gar keine Frage. Wir tun den Würfel weg, die Farben sind gleich. Sie kennen das Beispiel vielleicht, wir tun den Würfel wieder dazu. Die Farben sind unterschiedlich, wir tun den Würfel wieder weg, die Farben sind gleich. Ja? Das heißt, Ihr Auge lernt es nicht. Ihr Auge lernt systematisch nicht, ja, dass wir hier de facto dieselben Farben haben, von dem Moment, wo ich eine Umgebung dazu tue. Ja? Und das ist eigentlich so eine Analogie, die Sie haben in der Verhaltensökonomie, die für ganz, ganz viele Themen gilt. Biases, die Sie selber haben, und das ist das, was du gesagt hast, nudge yourself, ja, Bias, die Sie alle haben, die kriegen Sie einfach so nicht weg. Die kriegen Sie nicht weg, wenn man Ihnen nicht systematisch hier hilft. Und das ist eigentlich das Thema, das wir jetzt quasi im restlichen Vortrag nochmal kurz angehen. Ja. Sie kennen alle das Beispiel, das sind Organspenden. Organspender, potenzielle Organspender. In Österreich sehen Sie hier, hier sehen Sie Deutschland. Und was wir sehen, ist ein totaler Unterschied. Sie sehen zum Beispiel, Deutsche spenden wenig und wir in Österreich spenden extrem viel. In der Schweiz haben wir ca. 12% Spender. Ja? Ja? Jetzt ist meine Frage an Sie, was ist hier der Unterschied? Ja? Und das habe ich hier aufgeregt. Warum gibt es in Österreich viel mehr Organspender als in Deutschland? Ja? Ja? Und meine Frage an Sie ist, wenn wir das Voting öffnen, hat das was mit der Politik zu tun, mit unserer Kultur? Also wenn Sie Christoph Waltz kennen, der hat gesagt, Germans are like a battleship, yeah, Austrians are very nice, but they don't mean it. Ist es die Sprache, ist es die Regierung oder ist es die Entscheidungsarchitektur? Was glauben Sie? Das ist die Entscheidungsarchitektur. Was glauben Sie? Okay, können wir weitermachen. Schön, 70% sagen von Ihnen sind die Entscheidungsarchitektur und wir haben 28% sagen, das ist ein bisschen anders. Auch die Regierung hat einen Anteil anscheinend dran. Ja. Was wir sehen, ist natürlich, dass es die Entscheidungsarchitektur ist und dass wir sehen, ist, dass wir in Österreich hier ein Opt-out haben und dass wir zum Beispiel in Deutschland ein klassisches Opt-in haben. Ja.
Und wir können bei ganz, ganz vielen dieser Entscheidungen, die wir treffen, müssen wir uns fragen, wieso haben wir die traditionelle Entscheidungsstruktur, die wir heute haben. Ich mache Ihnen ein Beispiel, ist für Österreich möglicherweise völlig unverständlich, aber in der Schweiz zahlen Sie nicht die Steuern upfront. In der Schweiz ist es so, dass Sie die Steuern erst am Jahresende bezahlen. Das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Das Geld hat man ja dann unter dem Jahr, dass man es ausgeben kann, oder? Ja? Was wir haben aufgrund dessen, dass wir in der Schweiz genau diese Regelung haben, wir haben eine extrem hohe Jugendverschuldung, ja, genau in dem Bereich, wo Menschen zwischen 17 und 22 dementsprechend nicht dafür Geld aufpassen können. Ja. Das heißt, in Österreich habe ich hier eine Regelung, wo ich sage, der Staat zieht ab, das ist eine harte Regelung. In der Schweiz habe ich eine Regelung, du zahlst am Jahresende. Und aufgrund dessen sehen wir, dass wir sehr verhältnismäßig hohe Verschuldungsraten haben. Das heißt, eine Entscheidungsarchitektur kann Verhalten massiv beeinflussen. Ja? Ja? Und das nennt sich Standardeinstellung oder Default. Und die Standardeinstellung oder die Default ist extrem wichtig, wie eine Regelung angegangen wird. Und ich möchte das Ihnen hier zeigen. Wir haben extrem wenig Dinge, außer möglicherweise die Wahl gestern zum Beispiel. Die Wahl gestern war ein Active Choice. Also wenn man dort hingegangen ist, dann musste man sich für einen der beiden entscheiden, aber man konnte auch quasi nichts machen. Ja? Also was wir zum Beispiel sehen, ist, dass Länder eine Regelung haben, die heißt, wenn du deinen Führerschein willst, dann musst du dich aktiv entscheiden, ob du Organspender werden willst. Was wir sehen ist, dass das zu einer viel, viel höheren Organspenderrate führt, wie der Default-Choice, den wir in Deutschland haben, der heißt, wenn ich Organspender werden will, dann muss ich sagen, ja, ich will. Ich sehe, dass ich da extrem wenig Organspender bekomme und dass ich am meisten bekomme, indem ich eine Regelung wie in Österreich habe, wo ich sage, ich muss quasi aktiv sagen, nein, ich möchte kein Organspender sein. Und das ist de facto immer die Frage, habe ich ein Conditional Active Choice oder habe ich Default Choices und welche Default Choices quasi werden aktiviert? Und was wir in der politischen Diskussion sehen, das ist verhältnismäßig spannend, das ist, dass immer der Default, den ich heute habe, der wird als das angesehen, was eigentlich sozialnormativ das Richtige ist. Ja? Und da ist meine Frage, ist der Default, den wir heute haben, ist das der richtige Default? Und genau das sind die Fragen, die wir uns hier stellen müssen. Darum ist meine nächste Frage an Sie. Treffen wir eine Entscheidung, wenn wir uns nicht entscheiden im Leben? Ja? Also, wenn Ihre frühere Frau Sie fragt, ob Sie heiraten wollen und Sie quasi keine Entscheidung treffen, ja, treffen Sie dann auch eine Entscheidung. Ja? Ist das Ja sicherlich oder Nein auf keinen Fall? Ich glaube, wir können. Okay. Und das ist, glaube ich, das Argument dafür, dass wenn Sie sagen, dass wenn ich nicht entscheide, ich auch eine Entscheidung treffe, ja, dann ist immer die grundsätzliche Frage ist, wieso habe ich den Default eigentlich eingestellt, ja, und was möchte ich dafür erreichen? Und jetzt komme ich auf dich zurück, Jean-Robert. Von dem Moment, wo ich Bewusstsein bei den Menschen möchte, dass sie sich bewusst für eine Sache entscheiden, kann ich nur das machen. Ja? Alle diese beiden, ja, sind in sich, ja, implizite quasi Beeinflussungen, ja, wo ich dementsprechend nicht in vielen Bereichen quasi mich darum kümmere, was ich entscheiden möchte. Und hier möchte ich zurückgehen auf Paul Watzlawick, der gesagt hat, man kann nicht kommunizieren, und möchte einfach sagen, das Grundprinzip des Nudging ist, man kann nicht beeinflussen. Mit allem, was Sie tun, beeinflussen Sie, und auch wenn Sie einen Default haben, beeinflussen Sie. Sie beeinflussen heute in Österreich alle Menschen, dass sie aktiv Organspender sind. Ist es was quasi Gewolltes, ist es was nicht Gewolltes? Das ist genau das, was wir uns fragen müssen in diesem Sinne. Nun noch zu einem kurzen Spiel. Nehmen Sie bitte wieder Ihre Voting Devices und nehmen Sie an, es gibt Sie und es gibt eine andere Person in einem anderen Raum. Und nehmen wir hypothetisch an, ich gebe jedem von Ihnen 100 Euro. Es wird teuer.
Und Sie haben die Möglichkeit, diese 100 Euro weiterzugeben, und zwar dieser anderen Person im anderen Raum. Und meine Frage an Sie ist, wie viel dieser 100 Euro geben Sie weiter? Und fragen Sie mich nicht, welchen Sinn es macht. Sie haben mich auch nicht gefragt, welchen Sinn es macht, dass ich Ihnen 100 Euro schenke. Ja, geben Sie 0 Euro, 1 bis 10, 11 bis 20 und so weiter. Das ist völlig anonym. Darf ich Sie fragen, was glauben Sie, nicht was Sie gegeben haben, sagen Sie mir nicht, was Sie gegeben haben. Was glauben Sie, was der Rest vom Raum gegeben hat? Okay, also am meisten hätte ich, wenn ich 0 gebe. Ja. Das stimmt. Nein, aber es ist nicht. Was meinen Sie? 0 geben die Leute. 0 geben die Leute. Glaubt jemand, es wird 50? Hand heben, 50? Na geh. Gut. Nein, es ist es eben nicht. Es ist es nicht. Ja. Der andere, wenn er nichts bekommt, ist sauer. Ja. Das müssen Sie annehmen. Können wir? Du musst mir sagen. Oh. Oh, oh. Oh. Darf ich? Es funktioniert nicht. Nein, machen wir nicht. Also im Schnitt, kann ich Ihnen sagen, haben wir bei der Abstimmung circa 30-40% ja, in weird countries, nämlich Western, Educated, Industrialized, Rich and Democratic, geben 0. Wichtig, aber 60% geben was, geben mehr wie 0. Ja. Und was wir sehen ist, dass wir immer zwei Ausschläge haben. Wir haben einen Ausschlag bei 0, das könnte man auch sagen, eher so die eigennützigeren Menschen. Und wir haben einen Ausschlag, der ist bei 50, oder? Das sind die, die sagen, es gibt sowas wie eine Fairness-Norm. Also beides ist prävalent. Und ich glaube für Sie, wir konnten es jetzt nicht zeigen, es wird hier ungefähr dasselbe sein, ist wichtig als Take-Home-Message, bei allen, die was gegeben haben, einfach Take-Home-Message, es gibt Menschen, die geben nichts. Das ist ganz, ganz wichtig. Und für alle, die was nichts gegeben haben, ist die Take-Home-Message, es gibt Menschen, die geben was. Und wir haben ungefähr 60%, die geben was, und wir haben ungefähr 40%, die sind verhältnismäßig eigennützig. Ja? Und die Frage, die ich mir stellen muss, ist, wie kriege ich eigentlich die Eigennützigen dazu, dass sie, wenn ich das will, dass die was geben. Das ist ja eigentlich so die grundsätzliche Frage. Ich könnte mir eine andere Frage stellen, ist, wie kriege ich die was geben dazu, dass sie eigennützig werden. Das ist total einfach. Ja? Also Eigennutz kann ich sehr, sehr schnell quasi, du wirst es bestätigen, Eigennutz kann ich sehr, sehr schnell quasi induzieren. Die Frage ist, wie bringe ich jetzt Menschen dazu, dass sie was bringen? Und da ist das nächste Experiment, das wir machen. Ist es, ja, gern? Wie kann man Eigennutz induzieren? Also Eigennutz induzieren Sie zum Beispiel, wenn Sie dieses Spiel, öfter spielen lassen zum Beispiel, oder? Ja, also, oder wenn Sie zum Beispiel, ja, ich mache nur ein einziges Ziel, ich muss ein einziges Ziel induzieren, ich muss Ihnen sagen, Sie werden dann quasi einen super Bonus bekommen, wenn Sie so viel wie möglich rausholen. Dann wird niemand mehr von Ihnen teilen. Ja? Ja. Vielleicht hast du noch ein, zwei Ideen, wie man Eigennutz induzieren kann. Eigennütziges Verhalten kann man durch Wettbewerb induzieren. Nicht, dass man den Eigennutz induziert, Sehr gut. Also Märkte führen dazu, dass Menschen mehr eigennützigeres Verhalten zeigen. Nächste Frage an Sie. Es gibt Sie und eine andere Person in einem anderen Raum. Wir machen wieder dasselbe Spiel und wir ändern das jetzt einfach nur ganz, ganz ein wenig ab. Schauen wir mal, was rauskommt. Und die Abänderung der Spielregeln ist, dass die andere Person im anderen Raum, die darf ihr Angebot oder
ihr Teilangebot ablehnen. Die darf sagen, nein, das will ich nicht. Und was heißt es, wenn sie sagen, nein, das will ich nicht? Das heißt, dass sie beide nichts bekommen. Verstehen Sie? Sie bekommen beide nichts. Und meine Frage nun hier ist, was geben Sie hier? Was glauben Sie, was passiert? Also wenn das Experiment funktioniert, du musst es machen, und sonst kann ich sagen, was passiert. Wir haben im Schnitt ca. 35% von Menschen, die nichts geben, und nach diesem ersten Spiel, wenn wir die neue Spielregel einführen, haben wir im Schnitt noch 10% der Menschen, die nichts geben. Und wenn wir es ein drittes Mal spielen, dann sind wir dann nachher, und wichtig ist, wer bei diesem Spiel dann, es funktioniert nicht, gell? Ja. Nein, es funktioniert nicht. Wer bei diesem Spiel dann quasi 0, 10 oder 20 gibt, nur dass Sie das wissen. Ah, schön. Ja, schauen Sie, wir sind bei 3%, ich weiß nicht, vorher werden wir bei, wenn wir jetzt bei 30% gelegen sind, haben wir es quasi eigentlich um 90% reduziert. Ja. Ja. Was noch spannend ist, ist, alle, die 0 gegeben haben und alle, die 1 bis 10 und 11 bis 20 gegeben haben, die Wahrscheinlichkeit liegt ungefähr bei 95%, dass sie 0 kriegen. Ja? Alle, die quasi zwischen 20 und 30 sind, die Wahrscheinlichkeit liegt, glaube ich, bei 75%, dass sie 0 kriegen. Also es ist sehr, sehr unweise, hier nichts zu geben. Ja? Und was wir auch lernen, ist, wenn man das öfter durchspielt, dass wir am Schluss quasi alle hier, die vorher eigentlich ein eigennütziges Verhalten gezeigt haben, ja, ja, dass wir die dazu bringen, dass sie eigentlich beginnen, am System mitzumachen. Spannend ist, haben wir irgendeine juristische Regel aufgestellt? Haben wir irgendein Verbot oder Gebot aufgestellt? Ja, haben wir irgendeine Marketingkampagne gemacht, dass man teilen soll? Wir haben nichts von dem gemacht, und ich habe innerhalb von 2-3 Minuten eigentlich mit einer Anordnung eines kleinen dezentralen Anreizes, habe ich Ihr Verhalten hier im Raum komplett verändert. Entschuldigung? Klar, aber... Aber ich habe eben ein dezentrales Recht und kein quasi, ich habe nicht ein zentrales Recht. Ich komme nachher noch darauf zurück, wie man sowas verwenden kann. Ja? Ja. Das Schwere ist, Sie haben vorher behauptet, das erste Szenario wäre die Marktwirtschaft gewesen. Habe ich nicht gesagt. Das war die Zentralwirtschaft, jetzt haben wir einen Markt. Da muss der Professor darauf antworten. Ich glaube, was das erste Experiment, und du kannst das bestätigen, im ersten Experiment messen wir soziale Präferenzen. Und im zweiten Experiment messen wir soziale Präferenzen und den Belief, ja, der Menschen, was sie glauben, wie die anderen darauf reagieren. Ja. Wir können nachher noch mal darauf zu sprechen kommen, aber ich stimme dem zu, dass es nicht Nudging im engeren Sinn wird. Schauen wir noch. Ein Aspekt, ganz interessant, finde ich, Sie haben erwähnt, es wäre sehr, sehr unweise, im unteren Bereich der anderen Personen ein Angebot zu machen, was mit hoher Wahrscheinlichkeit abnehmen würde. Allerdings wäre die Ablehnung Sie haben vollkommen recht. Das ist vollkommen recht. Aber was wir ja sehen systematisch, ist, dass Menschen sowas haben wie negative Reziprozität. Das heißt, dass sie bereit sind, unfaire Angebote abzulehnen und sich selber eigentlich schlechter zu stellen. Ja? Und das ist ja eigentlich ein Phänomen, das wir gesellschaftlich sehen und deswegen ganz, ganz vielen Situationen sehen. Also ich aus der Praxis kann einfach nur sagen, ich sag Management und Politik, wenn sie irgendwo fair sein müssen, und sie nicht fair sind, dann kriegen sie genau so ein Verhalten. Ja? Wenn sie fair sind, wo sie nicht fair sein müssen, haben sie Kosten. Ja? Ja? So. Meine Frage an Sie, um ein kleines Nudging-Beispiel nochmal zu nennen, wie kann man die Polizei-Hotline davor schützen, dass sie regelmäßig durch Menschen benutzt wird, die eigentlich kein Problem haben, das von der Polizei gelöst werden kann? Also die Frage ist, wie kann ich eigentlich eine Polizei-Hotline dazu
von den Leuten frei bekommen, die sie eigentlich belasten. Ja? Und dementsprechend mehr Substanz oder mehr Kapazität wirklich für die effektiven Fälle haben. Ja? Das ist spannend. Wenn wir das quasi im öffentlichen Bereich diskutieren, dann ist die erste quasi Idee, die wir bekommen, na gut, wir brauchen mehr Leute. Wenn wir das quasi in Unternehmen diskutieren, dann bekommen wir eigentlich hauptsächlich, wenn wir standardökonomisch denken, dann bekommen wir quasi verhältnismäßig schnell das Feedback, wir müssen Informationsbroschüren machen, wir müssen verhältnismäßig schnell in die Entscheidung der Menschen hineinkommen. Ja, wir müssen Apps machen, das ist geil. Ja. Wir müssen eine App, eine Information-App, wenn du Angst hast, ja, drück auf die App und ruf uns nicht mehr an. Ja. Ja, also das sind so die Antworten, die wir bekommen, so in Design Thinking Strukturen. Und die Nudge Unit in UK hat eigentlich das extrem salopp gelöst. Ja. Und das soll eigentlich zeigen, dass es eben nicht darum geht, immer traditionelle Maßnahmen zu wählen, sondern dass es darum geht, dass man sagt, wie kann ich innovativ mit den Situationen umgehen und wie kann ich die anschauen und wie kann ich das Verhalten von Menschen ändern, wenn sie selber möglicherweise draufkommen, dass das, was sie gerade tun, nämlich in der Hotline anrufen, möglicherweise nicht das ist, was sie tun sollten. Und ich zeige Ihnen hier ein Diagramm. Ja, und das sind de facto die Sekunden, wenn jemand am Telefon wartet. Und das sind quasi die Wahrscheinlichkeit, dass der Call nicht appropriate ist. Und was sie dort gemacht haben, sie haben gemessen und haben herausgefunden, dass wenn man 5 Sekunden die Leute am Telefon warten lässt, also nicht den Telefonhörer sofort abnimmt, sondern 5 Sekunden die Leute warten lässt. Jetzt habe ich gerade eine Meldung gekriegt, das wäre Österreich. 5 Sekunden, dann sehen Sie auf einmal, wie das extrem stark abnimmt. Ja? Und wie die Wahrscheinlichkeit, dass es inappropriate calls massiv abnimmt. Das heißt, wenn Sie anfangen, innovativ quasi diese Themen anzugehen, sehen Sie, das ist ein total charmanter Nudge. Ein Nudge, den Telefonhörer nicht abzunehmen, ja, weil dann möglicherweise er selber den Telefonanruf abbricht. Ich habe manchmal das Gefühl, das machen meine Mitarbeiter bei mir. Ja. Aber das ist dann meistens hier. Ja. Ja. Das kann ich nicht beantworten. Es kann sein, aber wir haben oft so empirische Phänomene, die wir dann auch nicht beantworten können, aber das ist die Frage, was es hier ist, kann ich ganz klar sagen. Ich setze hier einen Threshold und sage, nach 5 oder 7 Sekunden halte ich ab und ich kriege eigentlich ganz einen großen Anteil der Calls, kann ich eigentlich damit vermeiden. Das ist ein Beispiel eines total eleganten Nudges, ja, der uns dementsprechend hilft, hier die Anzahl der Telefone zu verringern. Gut. Ich möchte nur ganz zum Schluss, und Sie können alle die Präsentation noch herunterladen, da habe ich noch ein paar Beispiele gemacht, ich möchte ganz zum Schluss noch ein Beispiel machen. Das heißt, wir haben in Österreich letztes Jahr eine Steuerreform gehabt, die man sehr, sehr schön mit der Verlustaversion von Menschen quasi zeigen kann. Ja? Wir hatten eine Steuerentlastung von 6 Milliarden Euro, die dem Bürger eigentlich zurückgespielt wurden. Und wir hatten am Ende quasi ein Thema der Gegenfinanzierung. Und was herausgekommen ist, ist, was wir sehen, das sehen wir auch quasi in Daten, die wir jetzt selber generiert haben, ja, dass hauptsächlich die Menschen nur mehr über die Gegenfinanzierung sprechen. Ja. Also ich nenne es die evidenzbasierte Grundlage der Registrierkasse. Und die Frage ist für mich, und da möchte ich Ihnen die letzte Frage von mir stellen, was glauben Sie, wie viele Österreicherinnen und Österreicher sind ehrlich, wenn sie unbeobachtet zu ihrem eigenen Vorteil schummeln können? Sind es 90% schummeln nicht, sind also ehrlich, oder sind weniger als 25% schummeln nicht, also ehrlich? Also das heißt, geben Sie mir hier Feedback, was glauben Sie, wie ehrlich sind die Österreicher, wenn sie schummeln können und wenn man hundertprozentig vermeiden kann, dass man erwischt wird. Ich habe dieses Experiment vor 2,5 Wochen oder vor 2 Wochen vor 300
Mitarbeitern des österreichischen Finanzministeriums gemacht. Was glauben Sie, was rauskommt? Möchten Sie es nicht sagen? Wenn der Verlust wohl schwerer wiegt, dann versucht man es trotzdem zu vermeiden, aus irgendwelchen Umständen aufzubringen. Also dann wird man noch unehrlicher. Okay, schauen wir mal, was rauskommt. Schauen wir mal, was rauskommt. Schauen wir mal, was rauskommt. Also ich sage Ihnen mal was. Sie glauben, dass die Österreicher ungefähr so ehrlich sind wie so, da sind wir. Das glauben Sie. Ja. Ja, glauben Sie, dass so ein Land funktionieren kann? Und was wir sehen, ganz kurz nur, was wir sehen ist, dass Österreich eigentlich im internationalen Durchschnitt verhältnismäßig hohe Ehrlichkeitsraten hat. Ja? Und was ich Ihnen einfach nur ganz zum Schluss von meinem Vortrag mitnehmen will, wenn Sie Politik machen wollen und wenn Sie wollen, dass Ihre Politiker und Ihre Menschen, die in den Administrationen sitzen, Politik machen, dann müssen Sie ein realistisches Bild über die Ehrlichkeit der Bevölkerung haben. Weil nur wenn Sie ein realistisches Bild über die Ehrlichkeit der Bevölkerung haben, können Sie realistische Maßnahmen implementieren, ja, die diesbezüglich auch die Ehrlichkeitsfeedbacks an die Bevölkerung geben. Ja? Und was Sie hier machen, und wir sehen hier, das ist fast ident. Ja? Wir sehen, ja, dass wir glauben, dass wir alle nicht sehr ehrlich sind. Ja? Und ich kann Ihnen das Feedback geben, zumindest auf experimenteller Basis, basierend von Wissenschaftlern, die das durchgeführt haben, dass wir eigentlich in Österreich, wenn es jetzt gehen wird, verhältnismäßig ehrlich sind. Kannst du weiter tun, es geht mit dem Ding nicht. Ja. Und da möchte ich nochmal auf die Registrierkasse zurückkommen und so meinen Vortrag zu beenden. Ich kann nicht. Ja. Weiter. Ja. Was wir gehabt haben, ist quasi Annahme der Steuerehrlichkeit in Österreich und das sind auch die ganzen Diskussionen, die wir haben. Das ist, dass es eine angenommene latente Steuerunehrlichkeit insbesondere bei Klein- und Gastronomieunternehmen gibt. Ja, dass dem Finanzamt damit quasi erhebliche Steuereinnahmen entgehen und dass die Budgetrestriktionen machen Mehreinnahmen zusätzlich notwendig. Da müssen wir jetzt quasi schon was einführen wie eine zwanghafte Ehrlichkeit. Ja. Ja, wir wissen alle, was daraus entstanden ist, nämlich quasi Registrierkassenpflicht und da bin ich das ist definitiv kein Nudge. Ja, und wir haben uns einfach mal quasi gesagt, wie könnte man das anders machen? Mit zwei, drei komplementären Maßnahmen. Ja, und da komme ich wieder zurück über die dezentrale Kontrolle. Ja. Ja. Was wir wissen, ja, ist, dass jeder Konsument, was wir gesagt haben, ist, man hätte das auch völlig dezentral lösen können. Man hätte sagen können, jeder Beleg, den ein Gastronom ausstellt, ist eine Lotterie. Wir kennen das von anderen Ländern, das wird schon gemacht. Ja. Was das geführt hätte, ist, dass quasi die Kunden in den gastronomischen Betrieben weil sie gesagt hätten, gebt mir bitte den Beleg. Ja? Und wenn man jede Woche oder jeden Monat 3, 4, 5 Millionen gewinnen kann, ja, das ist ja, dann ist es möglicherweise, gibt es einen extremen Push. Ja? Und was wir als zweites eingeführt hätten, ist, dass wir gesagt hätten, das Gewerbe hat quasi die Wahlmöglichkeit. Ja? Und das ist das, was wir aus der Schweiz kennen. Gebe ich meine Rechnung handschriftlich ab, oder maschinell erstellt über die Registriermaschine. Ich stelle es zur Wahl. Aber wenn der Gastronom oder der Restaurantbesitzer entscheidet, meine sehr geehrten Damen und Herren, dass er diesbezüglich das handschriftlich machen will, dann wird das auch extrem stark kontrolliert. Ja? Also es besteht keine Pflicht zur Einführung einer Registrierkasse, es besteht aber Meldepflicht, wie Belege ausgestellt werden müssen. Und gleichzeitig wird die Anzahl der Kontrollstichproben quasi in diesem Bereich erheblich erhöht. Und was wir gesagt haben, wir haben es experimentell bei ungefähr 200 Menschen durchgespielt, dass dementsprechend hier es überhaupt keinen Protest gibt, dass ein Großteil auf die Registrierkasse umsteigt, weil er quasi das ganze quasi Zettelwesen nicht will. Und dass ich alle negativen Effekte, die ich heute in der Politik eigentlich gehabt habe, wegen so einer, in Anführungszeichen, sage ich mal, missglückten Einführung, dass das so nicht gelungen, dass das nicht irgendwo so
passiert wäre. Gut, ich gehe noch ganz zum Schluss her. Was sagt das? Das sind die Lessons learned. Das hat Jean-Robert schon gesagt. Nudging ist eine Methode der sanften Beeinflussung, ja, keine Gebote. Und was wir sehen ist, das ist unsere Sichtweise aus der Praxis, wenn das Maß an Bereitschaft und Bewusstsein der Bevölkerung vorhanden ist, dementsprechend beizutragen bei einem Public Good, dann sehen wir, dass das quasi Nudging massiv dazu führt, dass es einen Effekt hat. Wenn wir sehen, dass es keine große Bereitschaft gibt, also um es einfach ganz offen zu sagen, wenn wir hier kein Rauchverbot hätten, hier herinnen, dann wäre der Raum verqualmt. Ja, also Sie kriegen kein Rauchen weg mit Nudging. Ja, es gibt Dinge, wo Sie nicht regeln können mit Nudging. Und das sehen wir auch, das ist verhältnismäßig viel, aber es gibt verhältnismäßig viel, was man auf dieser Welt auch komplementär mit Nudging quasi bearbeiten kann, um diesbezüglich bessere Maßnahmen zu haben. Ja. Ja. Und wir sehen, und das ist das Abschlussding, ich finde die gesamte Diskussion, die wir im politischen Alltag haben, dass der öffentliche Dienst nicht nudgen darf, das finde ich schon fast euphemistisch. Ich arbeite 95% arbeiten wir für die Industrie. Und ich kann Ihnen einfach nur sagen, wir nudgen von links nach rechts, von oben nach unten, es ist nichts anderes, wie dass die Industrie, die Konsumgüterindustrie, quasi der gesamte Retail, macht das tagtäglich. Ja. Und es gibt hier zwei Arten von Firmen. Es gibt Firmen, die machen das verantwortlich, weil sie sagen, wir haben eine Brand, wir wollen nicht, dass der Kunde schlecht ausschaut dabei. Wir haben eine langfristige Beziehung zum Menschen. Ja, und die machen verantwortliche Nudges. Ja. Und es gibt quasi Unternehmen, die sagen, nein, ich will den kurzfristigen Profit, das ist mir vollkommen wurscht, ich mache das so, dass es meinen kurzfristigen Profit steigert. Die Politik hat hier überhaupt keine Wahl. Die Politik kann nur langfristig arbeiten, weil jede Art von Kurzfristigkeit dementsprechend nicht funktionieren würde. Und insofern ist mein Plädoyer für Nudging hier beendet und danke, dass Sie so artig abgestimmt haben und dementsprechend mir zugehört haben.